Es ist gut gegangen. Es ist ja, nicht einfach, es ist fast nur untertrieben. Es ist sehr schwierig, hier in der Kurve zu laufen. Vor allem, ich bin recht schnell drin und ich habe recht schauen, dass ich nicht auf die Bahn neben rauskomme. Aber der Rhythmus ist sehr gut aufgegangen. Es ist ein sehr cooles Publikum da und das dreht einem auch immer ein bisschen. Und als Schweizer ist es mega, hier zu laufen. Ja, ich bin sehr zufrieden. Sehr zufrieden, ja. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus. Vor zwei Wochen hat es eigentlich auch gut ausgesehen. Aber man merkt eigentlich mehr, dass von außen schnell mal unruhig wird. Das Wichtigste ist eigentlich, dass wir ruhig bleiben und uns versuchen zu fokussieren. Die Leute werden alle langsam schneller. Es wird in der EM abgerechnet, es spielt keine Rolle, was du vorher laufst. Aber ich fühle mich jetzt gut, ja. Das muss jetzt weiterziehen. Das Ziel ist eigentlich immer noch im Finale zu kommen. Das ist eigentlich auch das Ziel an der EM, zuerst im Finale zu kommen. Wenn man, wie gesagt, es spielt keine Rolle, was man vorher ist, welche Nummer man vorher ist. Man darf es nicht unterschätzen, man muss Runde für Runde nehmen. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr gelernt. Und ja, im Finale, zuerst ist immer im Finale zu kommen und dann kann man neu definieren.